starten wir mit dem Auspacken des Stoffes. Schön vorsichtig. Vorsichtig, ja. Oh, das sind zwei Bausteine. Zwei Bausteine. Ja, jetzt kommt die Decke noch raus. Ja, aber die Decke ist auch raus. Das Auspacken des Rivi-Stoffbezugs war natürlich total easy. Es ist alles super verarbeitet. Hier geht einmal komplett ein Reißverschluss rum. Es ist alles super vernäht. Wie man sieht, der Stoff ist auch angenehm, aber ziemlich robust. Wirkt er zumindest. Und ja, nun gucken wir mal, wie aufwendig das ist. 24 Bausteine. Ich habe die hier schon mal alle runtergeschleppt aus dem Kinderzimmer. Wie aufwendig das ist, 24 Bausteine jetzt in diesen Bezug zu verbauen. Mal sehen, ich fange an. Ich habe erst angefangen, das mit den Kindern zu machen, aber da bekomme ich kein entspanntes Video hin. Deswegen mache ich das jetzt mal alleine. So. Also ich sag mal, unaufwendig ist es auf jeden Fall nicht. Und ganz alleine würden das jetzt die kleinen Kinder mit 4 Jahren, glaube ich, auch noch nicht schaffen, weil man muss ganz schön stopfen, damit es dann auch wirklich ein fester Sitzboden wird. Ich muss auch sagen, dass die Hauptbauten, die die Kinder machen, auch wirklich Liegebetten oder Sitzflächen sind. Daher ergibt sich das ganz gut, dass wir jetzt hier eine Couch draus bauen. Irgendwie sieht das komisch aus. Ich habe bei Rivi auch nicht entdeckt, irgendwie, dass da eine Beschreibung ist, wie man diese am besten hier reinbaut. Aber nach dem, was ich mir so überlegt habe, müsste das eigentlich sinnvoll sein. Ich könnte sie, wenn dann, noch so hintereinander aufschichten, aber ich glaube, dass man dann einfach ja einen schlechteren Sitzkomfort hat. So. Zack. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Noch ein bisschen bäulig, aber das kann man ja noch ein bisschen zurechtzupfen. So. Das Teil besteht eben aus 2 Kammern. Das Praktische ist, dass man die dann am Ende zusammenklappen kann und hier ist dann nämlich ein Hebegriff, mit dem man das dann einfach tragen kann. So zumindest die Vorstellung. So, das heißt, wir haben jetzt schon 8 Dinger verbaut. Hier kommen die anderen 16, anderen 8 rein. Und somit ist es dann, so gut kann ich rechnen, 16 Stück hier schon verbaut. Und in die anderen kommen dann nur noch 8. Wir haben sie ja in der Corona-Zeit bekommen, in der Pandemie. Da haben wir wirklich ganz viel mitgemacht, also vor allem auch die Kinder. Wir haben die Türen zugebaut und die Kinder sind durchgesprungen. Wir haben Häuser, Betten, Burgen, alles Mögliche gebaut. Ja, also immer wenn man denkt, naja, jetzt spielen sie eigentlich nicht mehr damit, jetzt stehen sie nur rum und verstauben, ja, im nächsten Moment holen die Kinder sie dann doch wieder raus, ja. Das Einzige ist natürlich, dass die Steine wirklich viel Platz brauchen. 24 Steine, ihr seht ja, wie groß die sind. Die verbrauchen halt wirklich viel Platz. Ja. Da braucht man wirklich einen Ort, wo man die aufbewahren kann. Ich habe sie jetzt hinter dem Schrank hochgestapelt, weil sie da wirklich am wenigsten auffallen und die Kinder sie aber trotzdem jederzeit rausnehmen können.
Ja, und jetzt standen sie da seit 2, 3 Monaten unbenutzt. Und tada, gestern wurden sie natürlich, kurz bevor ich hier das Video drehe, wurden die Steine wieder reaktiviert. Und jetzt wurde gemeckert, dass ich alle Steine brauche und die Höhle zerstöre, weil ich diesen Couchbezug beziehe, der natürlich auch für die Kinder ist. Aber ja, so ist das eben, ne? Ja, also die Steine sind wirklich sehr kreativitätsfördernd und wirklich einer der besten Sachen, die wir so für die Kinder getestet haben. Ja, weil sie einfach ja wenig Plastik und wenig Vorgaben haben, sondern eigentlich gar keine Vorgaben, sondern die Kinder können damit einfach machen, was ihnen gefällt. Ja, natürlich wurden auch die Dinger genommen und sich mal gegenseitig geprügelt, ne? Die tun nicht weh, die kann man werfen, die machen nichts kaputt, wenn die gegen die Wand knallen. Also wirklich fürs nächste Weihnachten oder Geburtstag einfach ein klasse Geschenk. Und ich muss auch sagen, dass ich das bei jemanden anderen noch nicht entdeckt habe. Also ich denke, das haben die wenigsten, wenn man damit zu Weihnachten um die Ecke kommt, freut sich jedes Kind. So, also jetzt habe ich aber den Bezug fertig. Tada! So, das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Wie gesagt, noch ein bisschen buckelig, aber das kriegen wir noch hin. So, ich mach's mal in der Aufnahme hier. Cool. Sieht auch genau aus wie unsere Wand dahinter, wo mal unser Kamin hinkommt. Perfekt also in unserem Wohnzimmer. Ja, das möchte ich bloß noch den Kindern erklären, dass das jetzt leider im Wohnzimmer bleibt. Nein, die wollen das natürlich dann auch in ihrem Kinderzimmer haben. So, dann packen wir das mal zur Seite. Weiter geht's jetzt mit dem kleinen Bezug. Das dürfte ja jetzt nicht mehr so lange dauern. Zuck. Der hat natürlich auch hier diesen Griff, ne? Und. Und der Reißverschluss ist wirklich einwandfrei. Also der geht so toll auf. Das ist ja auch oft dann so die Frage, ne? Wie gut ist der Reißverschluss? Weil wenn der kaputt ist, dann kann man das ganze Ding wegschmeißen oder teuer reparieren lassen. Aber der ist wirklich, der geht einwandfrei. Und das ist natürlich auch was, was man natürlich nicht täglich verwendet, ne? Das macht man dann ja nicht jeden Tag rein und raus, sondern das macht man dann mal für eine Zeit. Und dann nimmt man die Bausteine auch mal wieder zum Bauen. So. Aber ich finde es halt einfach super. So sind die Bausteine aufgeräumt, ne? Und wenn jetzt wirklich mein Kind zum Schlafen kommt, ich meine, wenn die jetzt klein sind, so mit 4, 5, dann glaube ich, geht das auch ganz gut mit den Bausteinen. Also meine Tochter hat auch schon 2 Nächte auf dem Baustein ohne einen Bezug geschlafen, weil ihr das so gut gefallen hat. Was, dass sie sich da ein Bett gebaut hat und hat sie auch ohne Probleme die ganze Nacht da drauf geschlafen. Kinder sind ja nicht wie wir Erwachsenen, die da ja große Schmerzen haben, wenn die mal auf einer nicht so angenehmen Unterlage liegen. So, diese 2 Teile, die kleinen, das andere, zack, die waren schon dabei. Da sind auch kleine Steine drin, in einfacherer Ausführung, würde ich sagen. Oder sind das auch Revi-Steine? Nee, da steht kein Revi drauf. Also die sind gedacht dafür, dass sie bezogen bleiben. Die sollen halt als Armlehne fungieren, ne? So. Ja, und jetzt ist es ja eigentlich so geplant,
das, also so habe ich es gesehen, die Kinder dann natürlich auch verschiedene Sachen bauen können, Höhlen, wenn sie das hinstellen oder eben, dass das aufeinander geklappt wird, aufeinander getan wird, zack. Und dann kommen hier diese Armlehnen drauf, hier noch die andere, zack. Und fertig ist die Couch aus den Revi-Bausteinen. Ja, nachher werden wir mal den Liegetest machen, wie das so ist, weil ja auch in der Mitte die Lücke ist, wie das sich liegt. Ich denke aber, den Kindern wird sowieso gefallen. Ich habe jetzt natürlich gedacht, dass da noch so ein bisschen eine Rückenlehne möglich ist, also dass ich aus den Steinen eine Rückenlehne, aber ich denke, das wird auch funktionieren, wenn man es an die Wand stellt und dann hinten dieses kleine Teil an die Wand stellt, dass es wie eine Couch aussieht. Das werde ich gleich noch probieren. So, dafür muss ich mich aber hochhieven und das möchte ich nicht auf dem Video zeigen. Also, ich muss dazu sagen, die Bausteine haben mich wieder überzeugt. Super einfach, die Stoffbearbeitung ist klasse und es sieht halt wirklich einfach toll aus, richtig hochwertig. Jetzt kann man das Revi-Kaviar natürlich einfach als Couch benutzen, aber man kann auch viel anderes daraus bauen. Hier seht ihr eine Möglichkeit, ein kleiner Parcours, der im Zimmer von unserem Sohn aufgebaut wurde. Und der wird jetzt durch unsere zwei Kinder einfach mal benutzt. Und dann seht ihr, dass das durchaus sinnvoll ist. Ja, da kann man durchkrabbeln. Im nächsten Schritt auf diesen beiden, was sonst die Eckteile sind, zum Rauflegen kann man balancieren und dann auf den hohen Hocker dann praktisch draufspringen und wieder herunter. Und das ist auch gar kein Problem für verschiedene Altersklassen, also das tragen die Bausteine ohne Problem. Da können sogar die Eltern mitmachen, wenn sie wollen. Und der Vorteil ist ganz einfach, es tut nicht weh, wenn etwas umkippt, auf einen drauf fällt und es lässt sich halt super schnell verändern. Das seht ihr jetzt auch im zweiten Parcours. Jetzt haben wir unsere Klettergerüste mal mit eingebaut und nutzen das als Zwischenelemente. So eben das Bodenteil sozusagen erstmal für den Purzelbaum, für die Rolle vorwärts. Dann kann man drüber klettern, kann sich dann auf das Polster ja, draufschwingen, draufstürzen, draufspringen, wie man einfach möchte. Und auch hier, unsere Kinder haben einen Riesenspaß damit. Ja, sie können das üben, was sie im Sport lernen, können sich bewegen und das drin und eben super schnell das Gebaute verändern. Und das seht ihr gleich in der dritten Möglichkeit. Jetzt haben wir einfach eine Höhle gebaut. Alles kombiniert, super schnell. Natürlich, das kann einstürzen. Das ist jetzt für uns Erwachsene eventuell keine Höhle. Aber für die Kinder ist es toll. Sie können sich da drunter legen. Sie haben ihr eigenes kleines Versteck. Und das geht mit den Bausteinen und mit diesen Covern einfach vorzüglich. Sie liegen weich. Sie können dort lesen. Sie können dort spielen. Das Fazit zum Revi Couch Cover darf ich dann jetzt machen. Und wir sind davon wirklich angetan von der Idee. Wir hatten ja nun die Bausteine und wie ihr im Beitrag nachlesen könnt, haben die Kinder die immer mal wieder verwendet, aber zeitlang auch einfach mal wieder stehen lassen. Und so ja, sind die Bausteine einfach ständig in Verwendung, haben praktisch ein zweites Leben. Man kann sie auch wieder rausnehmen, wenn die Kinder sie doch mal wieder benutzen wollen. Und wir haben die Kinder mit dem Cover Burgen bauen lassen, ihre eigene Couch, wenn sie Bücher lesen wollen. Gerade im Winter wird das auch wieder sehr interessant werden. Und wie ihr hier seht, ich habe mit denen auch einfach mal ein bisschen die Xbox benutzt und habe es dann selber anschließend zum Daddeln verwendet. Die Qualität ist gut, sehr gut. Und man sieht, der Stoff sieht aus wie neu, obwohl er jetzt schon einige Wochen im Einsatz ist. Man kann auch keine Fehler irgendwo feststellen. Ja? Weder an den Nähten noch an den Reißverschlüssen, wie eben am Stoff. Alles sehr gut. Und die Couch hat halt den großen Vorteil, dass sie leicht ist, belastbar. Selbst ich als Erwachsener habe keine Probleme, mich da bequem draufzusetzen. Und dank der Tragegriffe kann sie eben prima an den Ort gebracht werden, an dem man sie benutzen möchte. So war sie auch draußen, dann schon im Baumhaus der Kinder im Einsatz, hier dann eben im Büro bzw. Gästezimmer und im Kinderzimmer. Eine tolle Ergänzung, falls ihr die Revi-Bausteine
sowieso schon besitzt.